Die Henkerswespe, so genannt, weil sie so unerträgliche Schmerzen verursacht, dass nur der Tod das Leiden zu lindern vermag, ist ein Monster, mit dem man sich unter keinen Umständen anlegen sollte. Mal ehrlich, wer will schon von diesem Ding aus den heiligen Wäldern Costa Ricas heimgesucht werden? Schau dir dieses Exemplar an. Man kann fast hören, wie es schreit, hey, lass mich raus oder ich mach dich fertig. Wenn du dumm genug bist, von ihrem Stachel durchbohrt zu werden, wird ihr Gift dafür sorgen, dass du zur Hölle fährst, denn der Schmerz ist so intensiv, dass du gleich, nachdem du dich eingepisst hast, sterben möchtest. Der unaushaltbare Schmerz wird dein Fleisch wie ein glühendes Messer durchdringen und dich wimmernd, sabbernd und schreiend auf den Boden werfen. Du wirst auf den Knien liegen und alle Götter anflehen, dich zu retten. Du wirst dich für all deine Fehler entschuldigen, als ob dich das retten könnte. Du wirst in einen primitiven Zustand zurückkehren, eingehüllt in den alles verzehrenden höllischen Schmerz. Dein Gehirn wird frittiert, von deiner üblichen Überheblichkeit und Dummheit wird nichts mehr übrig bleiben, während dich dieser schreckliche Schmerz, der deine Haut zu zerreißen scheint, weiter quält. Der Schmerz kommt und geht in Wellen und du wirst dich fragen, warum du dein Elternhaus verlassen musstest. Das Leben dort war so schön im Vergleich zu diesem Leiden. Abgesehen von ihrem Stachel haben sie riesige Mundwerkzeuge, die groß genug sind, um ihre Lieblingsbeute zu enthaupten. Raupen. Nach der Enthauptung bringen sie die leblosen Körper zurück in den Bienenstock, um ein blutiges Festmahl für ihre Larven zu veranstalten.